Und hier ist wieder Hobby Cookens und heute machen wir wieder ein neues Gericht. Eigentlich ein ganz altes Gericht, ein römisches Gericht. Das gab es schon in der alten Römerzeit. Cacio e Pepe. Und dafür brauchen wir auch nur ganz wenige Zutaten. Nämlich Wasser für Nudeln, Pecorino und Pfeffer. Mehr brauchen wir nicht. Das ist auch ein sehr einfaches Gericht, meiner Meinung nach. Ich habe gestern eine Aufnahme gemacht, die habe ich total versaut. Ja, kann passieren. Aber gestern war nicht mein Tag. Ich habe auch das Nudelwasser versalzen und, und. Also gestern lief es echt nicht. Erstmal reiben wir jetzt den Käse. Ich würde sagen, ich nehme da gerade den Restkäse. Was? Übertreib nicht. Du wirst genau wieder so schlammassel wie gestern. Das ist mir sowas von egal. Du machst eine fucking Portion. Vielleicht mache ich eine doppelte Portion. Ja, willst du zwei Portionen essen oder was? Ja, jetzt eine und nachher eine. Du kannst es nachher nicht mehr essen. Wieso nicht? Du kannst es kalt nicht essen. Das wird à la minute gemacht. Oh. Jetzt hör auf zu reiben! Also wie gesagt, es besteht halt wirklich, wirklich, wirklich nur aus diesen drei Zutaten. Pfeffer, Pecorino und Nudelwasser. So, wir nehmen dann ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und rösten ihn kurz in der Pfanne an, bis er so ein leicht pfeffriges Aroma abgibt. Dafür machen wir das auch. Dann brauchen wir noch den Mörser, um den Pfeffer gleich zu mörsern. Wenn man jetzt keinen Mörser hat, gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder macht man den Pfeffer gleich geschrottet in die Pfanne, geht auch. Oder man nimmt eine Folie und einen Topf und haut dann drauf. Oder mit dem Nudelholz. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man jetzt keinen Mörser hat. Aber ich sag's mal so, seit ich den Mörser habe, ich benutze ihn regelmäßig. Ich empfehle euch aber einen Steinmörser, weil er halt doch stabiler ist als ein Holzmörser. Und auch das Mörsern ist einfacher. Und Laura schwenkt den Pfeffer ein bisschen. Ne, du willst hier eine Röste und nicht braten, oder? Ja. So, wenn das Wasser kocht, kommt dann auch, für was ist eigentlich jetzt dieser Löffel? Für den Käse. Ah, ja, gut. Ich brauche noch einen kleinen Löffel für das Nudelwasser. Ja, achso. Jetzt kannst du auch einen großen machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Du musst nicht so viele Löffel verschwenden. Hier. Danke. So, wenn der Pfeffer dann leicht angeröstet ist, kommt er in den Mörser und wird gemörsert. Geht dann wieder zurück in die Pfanne. Genau aus dem Grund kann man, wie gesagt, auch Ding benutzen. Direkt geschroteten Pfeffer. So, jetzt müssen wir aufs Wasser warten, bis das kocht und dann sehen wir uns wieder. So, das Wasser kocht jetzt und dann kommt erstmal Salz ins Wasser. Vorsichtig, nicht, dass es wieder versalzen ist.
Mach mal lieber zu wenig. Du hast ja noch viel Nudelwasser im Gericht selbst. Mehr als in anderen Gerichten. So. Jetzt kommt Nudelwasser. Übertreibt man nicht. Ja, so viel würde ich reinmachen. Die Nudelzange fehlt. So, die Nudeln müssen jetzt erstmal so halb al dente gekocht werden. Nicht ganz al dente, weil die noch im Topf nachziehen. Au, weil die noch im Topf nachkochen. So gesehen. Ihr werdet es nachher noch sehen, wie ich das meine. Und auf jeden Fall kann man jetzt ein bisschen Wasser zum Pfeffer hinzufügen. Nicht viel, nur ein bisschen. Wenig. Ich denke, das reicht. So, jetzt müssen wir eben, wie gesagt, darauf warten, dass die Nudeln halb al dente sind. Gehen wir mal jetzt von 8 Minuten aus, dann, also bis al dente, dann sind wir hier bei 4 oder 5 Minuten. Und wie lange sind sie jetzt schon drin? Na, bei einer Minute. Vielleicht eineinhalb, keine Ahnung. Und immer schön umrühren, damit sie nicht am Boden kleben bleiben. Da gibt es auch so einen amerikanischen Koch, der macht haufenweise Öl ins Wasser, damit sie nicht am Boden kleben und auch nicht aneinander kleben. Dann kleben nämlich gar nichts mehr an den Nudeln. Auch keine Soße. Richtig. Außer wenn du Öl mit dran hast, Knoblauch. Ja, Knoblauch und Öl, das ist geil. Schon Aglio Olio. Wer war das denn mal? Ja. Der Idiot mit dem Haufen weißen Olivenöl im Wasser. Gordon Ramsay. Ah ja, Gordon Ramsay. Der auch Pilze und Erbsen in die Carbonara macht. Richtig, Gordon Ramsay, ein Idiot hochzählen. Ich weiß nicht, wie der so populär werden konnte. Der hat nicht mal Koch gelernt. Ich meine, ich auch nicht. Aber ich beschäftige mich wenigstens ein bisschen damit, damit ich es kann. Der hat Hotelwirtschaft gelernt. Ja, Hotelwirtschaft, super. Wie gesagt, ich beschäftige mich wenigstens ein bisschen damit, damit ich es ein bisschen kann. Aber ich selbst bezeichne mich als Hobbykoch. Der Kerl bezeichnet sich als Starkoch. Ja, weil er mehrere Restaurants gekauft hat, die einen Stern tragen. Super, dann kaufe ich mir auch ein paar Restaurants, dann bin ich auch ein Starkoch, oder was? Wenn du dem Fernsehen so dann auftrittst. Du musst es nur so verkaufen. Ja, in Amerika kann man alles verkaufen. Ja, nur leider schaut es auch noch Deutschland drüber. Die sind jetzt noch zu sehr. Du kannst die Käsemasse ja schon mal machen. Ja, mach ich gleich. Also ich habe ja mal ein Gericht von ihm gesehen, von Gordon Ramsay. Beziehungsweise mehrere Gerichte von ihm. Und ich finde es einfach so lächerlich. Erst macht er haufenweise Öl ins Wasser. Dann macht er noch haufenweise Öl in die Pfanne und dann macht er nochmal Öl drüber. Und der salzt und pfeffert es nochmal, nachdem er es abgeschüttet hat. Ja, also. Passt, reicht schon. Reicht eben nicht. Reicht schon. Nee, ich brauch ein bisschen mehr. Ja, schön, hast recht. Wir mischen jetzt eben das Nudelwasser und den Käse, damit so eine Paste entsteht, so eine Käse-Wasser-Paste. Weil daraus machen wir nachher die Soße. Kleines bisschen. Nee, passt, das ist schon zu viel. Wenn du das sagst. Ja, das ist wirklich keine Paste.
So wie Kartoffelpüree. Ja, stimmt. Ja, ist perfekt. So, die Nudeln sind fast so weit, dass sie jetzt dann gleich in den Pfeffer kommen. Nur noch ein ganz kleiner Tick. Inzwischen sind auch mal die Pfeffer weg. Die Käse weg. Ich zeig mal hier, vor allem die Paste ist, denke ich, die ist am interessantesten. Das ist lange her, dass ich ein Hobbykoch jetzt Video gemacht habe, oder? Mhm. Das war das letzte, das Rahmflammen, gell? Keine Ahnung. Oder war es das Nudelauflauf? Ja, ist schon lange her. Das war das Plastik von dem Schnellkochtopf, den wir umfunktioniert haben. Ja. Schnellkochtopf braucht man gar nicht. Nee. Ich sag's mal so, wenn ich einen Gulasch mache und es 2 Stunden lang köcheln lasse, dann ist das Gulasch einfach viel geiler, als wenn es meine Mutter in 40 Minuten im Schnellkochtopf macht. Er ist ja doch sein Grund, warum es so lange köcheln muss. Erstens, damit der Fleischsaft schön mit ins Gulasch geht, also in die Soße. Zweitens, damit das Fleisch zart wird. Und drittens, damit die Röstaromen vom Gulasch, was du ja vorher scharf angebraten hast, quasi deklassiert werden. Vielleicht sollten wir mal einen Gulasch machen. Haben wir nicht schon mal einen Gulasch gemacht? Ich glaube nicht. Ja, können wir gerne machen. Ich mag Zwiebeln schneiden. So, ich glaube, die Dinger müssen in die Pfanne. Ich muss die schon machen. So, die Nudeln kommen jetzt ins Wasser, in die Pfanne. Natürlich nicht großartig abtropfen, weil das Wasser wollen wir ja so gesehen. Das Wasser hat jetzt nämlich die Stärke und das Salz. Also die. Au! Kann passieren. Es hat nämlich die Nudeln haben das Salz aufgenommen und das Wasser hat die Stärke aufgenommen. Die Nudeln braten. Ja, ja, ja. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich mit dem Arm mal verbrannt habe am Ding. Ja, aber so energisch, wie du dazu noch immer rumrührst. Wir rühren jetzt ein bisschen um, damit wir den Pfeffer von unten nach oben holen können. Wir sehen jetzt, wir haben ein schönes Pfefferwasser. Ne? Das Wasser wird aber großteils wieder verschwinden. Ne, wir sehen es ja schon, das Wasser verduftet wieder. Ja, noch ein Stück, noch ein bisschen. Geht? Ja, ja, geht. Müssen wir vielleicht mal ganz kurz kühlen. Aber nicht mit zu kaltem Wasser. Mittellau warm. Ja. Das ist zu warm. Nein, das ist nicht zu warm. Ja, gut, das reicht jetzt schon. Guck mal nur das Ergebnis seiner Pasta. Die ist wirklich perfekt. Keine Fäden mehr. Alles schön plastik. Sehr schön. So. Machen wir Wasser. Nicht so viel. Naja, das ist schon schöpfer Wasser, oder? Das geht schneller in der Pfanne, als man denken mag.
Weil es in der Pfanne schön viel Platz im Wasser hat. Ja, ja. Zwischendurch kann man auch eine Nudel dann rausziehen. Ja, gut. Ist gut. Al dente. Ja, ich muss aber warten, bis das Wasser wieder weg ist. Hier ist zu viel Wasser. Da sind mal Nudeln, sagen Grund, ne? So, jetzt kommst du. So, dann kommt jetzt die Paste dazu. Vorher ganz wichtig, Hitze runter. Jetzt wird Laura schmecken. Ja, hier halt mal. Lass mich aber erst mal die Paste ein bisschen verteilen hier. Ein bisschen vergraben. Ein bisschen verteilen. Guck mal, man sieht doch schon die Soße. Ja, sieht man. Fertig. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Carbonara, ist aber keine Carbonara. Ja, aber das Prinzip ist gleich. Entschuldigung, mein Teller. Genau. Jetzt holen wir noch einen Teller, dann machen wir es schön auf den Teller. Das darfst du gerade übernehmen, Schatzi. Riecht wieder nach Feuer, ne? Ja. So. Und das ist dann Cacio e Pepe. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.